Ja, bevor es mit dem Video losgeht. Im vorletzten Video habe ich mehr oder weniger eine Ankündigung gemacht und überhaupt keine Resonanz darauf bekommen. Ich blende das nochmal eben kurz ein. Ja, das bisherige Auslesegerät, das sehen wir hier, ne? Ist ein gutes Ding. Ja. Werde ich jetzt verlosen. Der Dongle ist hier. Für die meisten Autos reicht's, ne? Ihr habt es in meinen Videos gesehen. Ich habe viel damit gemacht. Live-Diagnose etc. Beziehungsweise Live-Daten auslesen etc. Also kann schon ordentlich was. Ist jetzt nichts gegen das Gerät, ne? Gegen das neue. Ja. Auch das hier natürlich WLAN-fähig, kann während der Diagnose, kann sich das Ding aktualisieren. Ne? Und was er alles drauf hat, ist schon einiges. Und man kann Aktualisierung, man kann auch einiges aktualisieren an dem Gerät. Ist erstmal noch frei. Ich glaube, dass bei dem ist das so komplett frei. Ja, also man kann auch einiges dazu buchen. Da wir aber nicht in China sind oder hier in Malaysia oder sowas in der Richtung, habe ich solche Sachen einfach nicht runtergeladen. Ne? Tata, India und so, also in Richtung VAZ, ZAZ, UAS, Russisch, Tata, Indien. Ja, etc. Das braucht kein Mensch. Deswegen habe ich das eigentlich gelassen. Nein, nicht runterladen. Gehst du aus? Shutdown. Genau. Ja, kommt mit Verpackung, mit Ladegerät, mit allem drum und dran. Wie gesagt, ich mache mir noch ein paar Gedanken. Ich werde wahrscheinlich Tassen bestellen mit ganz schlicht und ergreifend Moin zusammen drauf. Oder Michael Schumacher Dieselservice. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mich da noch mal ein bisschen auseinandersetzen mit dem ganzen Thema. Aber so Richtung Weihnachten werden wir das ganze Ding verlosen. Also könnte das demnächst bei uns unter dem Weihnachtsbaum liegen. Sind auch knappe 400 Euro Einkaufspreis bzw. Kaufpreis, ne? 400 Euro, 399 liegt das jetzt gerade, glaube ich. Wenn man es günstig kriegt. Ich denke, es ist ein gutes Geschenk. Ja, wer Interesse an sowas hat, bitte mal in die Kommentare reinhauen. Ja. Also wie gesagt, das Ding kostet auch aktuell noch um die 400 Euro. Und irgendeiner bekommt es. Ja. Mal ist das kalt. Ja, irgendeiner bekommt es. Ich verlose das Ding. Das ist die einzige Möglichkeit über die Tassen. Ansonsten wäre das komplett illegal in Deutschland. Ja, ist leider so. Und ja. Anders kriegen wir es nicht hin. Ja, gut. Bitte mal in die Kommentare reinhauen, was ihr dazu sagt, weil Merchandising und sowas alles in der Richtung ist normalerweise überhaupt nicht meine Baustelle. Ich laufe ehrlich gesagt auch nicht mit Pullovern anderer Leute durch die Gegend. Weiß ich nicht. Mit meinen eigenen vielleicht, ne? Aber wie gesagt. Einfach mal in die Kommentare hauen, was ihr davon haltet. Ich denke, Tassen kann jeder gebrauchen. Jeder trinkt was. Kaffee oder Tee oder weiß der Teufel. Ich denke, und Emailletassen sind einfach mein Begriff für Nachhaltigkeit. Die gehen nicht kaputt. Ne? Kannst einen Nagel mit die Wand kloppen und danach einen Kaffee trinken. So. Und jetzt viel Spaß mit dem Video.
fahr nur alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel, doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was sie da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Na, ja, moin zusammen. So, mal ein bisschen winterfest machen das Ganze. Bin gerade schon da dran. Die Standheizung hat Aussetzer. Kann natürlich sein, die ist über den ganzen Winter nicht benutzt worden, dass der Dieselfratze ist. Aber, ja, eher die Pumpe. Irgendwie kommt da kein Diesel. Gut. Achso, absolut zu empfehlen. Waren wir wieder im Großmarkt und haben, kosten 11 Euro so ein Kanister, ne? Haben den Krempel dann einfach mal so geholt. Naja, ist eine China-Heizung. Heißt aber nichts. Die funktionieren eigentlich sehr gut. Ja. Ist eine 5 kW Heizung. Eigentlich dafür gedacht, den Innenraum und dann potenziell später nochmal ein Dachzelt zu heizen. Deswegen etwas kräftiger. Ja, hier unten ist die Pumpe. Da unten. Da drin. Da irgendwo. Da. Da hinten in der Ecke. Da ist sie. Ja, die wird wohl durch sein. Haben die schon mal. Ja. Ich fahre mit einem externen Tank, wie man sieht. Ziemlich kompaktes Teil. Ne? Fremdbestromung mal eben kurz einsetzen. Ja, das pumpt und pumpt und pumpt. Es kommt kein Diesel. Ne? Deswegen habe ich das hier. Ich habe gedacht, okay, machen wir mal eine Stromversorgung dran. Nein, am Strom liegt es nicht, ist keiner da. Nee, funktioniert also ganz gut. Ja, so. Gut, die Pumpe habe ich noch einmal da. Das ist in Ordnung. Erstmal ein paar andere Sachen gucken. Ja, ich habe das Ganze hier mal auf Reparatur gestellt. Ist auch hundertprozentig abgeschlossen. Zu Deutsch, die Batterie ist in Ordnung. Sonst wird er vorher aussteigen und hier das Warnsignal zeigen. Öl. Kann nicht dran liegen, ist keins drin. Nee, steht ein bisschen schräg, ist auf halb. Okay, passt. Frostschutz habe ich nachgefüllt, weiß ich schon. Alles andere ist eigentlich auf Stand immer bei dem Auto. Außer dass dieser Blödmann hier immer wieder rauskommt. Gut. Den Tank habe ich jetzt schon mal gelöst. Behälter, weil da kommt Diesel raus. Man soll es nicht glauben, aber da ist wirklich was drin. Das ist mal eigenartig. Das ist für die Versorgung von der Pumpe ein bisschen wenig, ne? Und den blasen wir mal eben durch. So, jetzt haben wir den Kollegen gelöst. Lässt sich nicht so einfach überreden, da was durchzulassen. Hier sieht man auch schon das ganze Sediment unten drin. Bedeutet, bis gleich. So, geschlagene 2 Tage später, kein Scherz, 2 Tage hat es gedauert, um den Tank sauber zu kriegen. Dieselpest. Tolles Zeug, sehr zu empfehlen. Geht gar nicht besser. Ja,
Zu Deutsch, ich muss die Pumpe definitiv austauschen. Da ist wahrscheinlich auch alles dicht. Habe ich eine Kreuzschlitzschraube? Ich habe eine Kreuzschlitzschraube. So, Gabelung raus. Schlauch ab, Pumpe raus. Neue Pumpe. Gott sei Dank sind die ziemlich universell. So. Ich hätte notfalls auch noch welche von Webasto da, also ist kein Problem. Da ist noch genug Platz. Dann kann man das vielleicht ein bisschen offener gestalten. So. Klemme. Klemme drauf. Schraube. Ist auch drin. Wo ist die zweite Schraube? Egal, zum Testen reicht das erstmal so. Das reicht erstmal. Externe Batterie wieder dran setzen. Masse können wir wieder hierher nehmen. Gut. Mal gucken. Wenn wir gerade nochmal starten müssen, weil es ja jetzt nicht entlüftet.
Oh. Könnte sein, dass sie wahrhaftig startet. Ja, die Abgase werden durch die Stoßstange geleitet. Das ist Absicht. Ah, noch nicht ganz. War noch ein bisschen. Nochmal starten. War noch ein bisschen viel Qualm. Ja, man sieht's. Ist normalerweise verbrennt die sehr sauber. Aber ist auch reichlich Dreck drin, ne? Man kann den auch per Pumpe entlüften lassen, aber das geht mir zu sehr auf die Pumpe, ehrlich gesagt. Hier sieht man ganz gut das Display. Sie läuft. Gleich erscheint hier unten irgendwo die Pumpe. Dann hört man auch direkt das Klackern, wenn die angesteuert wird. Da, da ist die Pumpe erschienen. Ja. Jetzt zündet der Brenner. Mal gucken. Das muss ich erstmal schön frei brennen, alter Verwalter. Taktung ein bisschen runtergefahren. Scheint anzuspringen. Wie man hier sieht, kommt hier langsam aber sicher ein Balken. Ja, fängt an zu laufen, das Ding. Volle Leistung. Es heizt. Ja, die kann jetzt erstmal den Dreck rausbrennen aus der Standheizung. Ah, sieht man recht gut, ne, dass man hier nichts mehr sieht. Ne? Ja.
sie läuft. Gut. Ich habe jetzt die Frequenz auf volle Stufe gestaltet. Das bedeutet, es ist wirklich das heißeste Verbrennen, was man im Wasser kann. Und ich muss lüften. Hier kann man die Frequenz einstellen, wie das Ding pumpen soll. Ne? Uhrzeiten. Wann das Ding starten soll. So wird abgeschaltet. Also wenn man die abschaltet, kühlt der Ventilator jetzt noch die Brennkammer runter, damit das Ding nicht heiß in der Gegend sitzt. Ja, jetzt haben wir hier die Fernbedienung. Ne? Und ich kann hier sogar... Moment, ich zeig's mal eben. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, kann ich die Frequenz oder die Temperatur schalten. Hm? Noch nie Ärger gemacht, das Ding. Alle fluchen über diese China-Standheizung. Ich finde die geil. Funktioniert halt. Und zwar extrem gut. Also gut. Das war's von mir für heute. Da haben wir einen vorschriftsmäßigen Sonnenuntergang. Ja, sieht man nicht so richtig hier auf dem Bild. Trotzdem wünsche ich euch einen sanften Start ins Wochenende. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.